Und vielleicht mal die Skelette hier. Aufzuwecken. Hi. Nicht die Untoten, die ich erwartet hätte übrigens. Also ich kann mich erinnern, dass es hier sehr viele Zombies gibt, aber Skelette? Bei meiner Axt! Aufgepasst! Man merkt, Skelette sind schon mal ein etwas stärkeres Viehzeug als ein paar Wolfsratten. Zum Glück verursachen sie eher Minimalschaden, sonst hätten wir noch Wunden davon getragen. Aber man merkt, sie geben auch mehr Erfahrungspunkte. Also ich gleich mal ausnutzen kann, um meine Fingerfertigkeit bei Gladys meins zu steigern. Zwei mehr Punkte. Hier rein. Etwas mehr Selbstbeherrschung. Amazone voraus. Bei dir würde sich etwas mehr Intuition wahrscheinlich auch nicht schlecht machen. Na, ich denke mal, andere Sachen hätten Priorität bei dir. Etwas mehr Selbstbeherrschung. Vielleicht auch mehr Lebenspunkte erstmal. Noch mehr Selbstbeherrschung. Ja, für Schlösser knacken könnte ich noch eine Fingerfertigkeit mehr gebrauchen. Vielleicht. Wobei es mehr Lebenspunkte auch mal nicht schlecht wären. Und ein Punkt mehr Selbstbeherrschung. Schwerter sind Maximum. Ist okay. Dann geben wir etwas mehr Menschenkenntnis. Und ich glaube, Gladys wollten wir überreden noch geben, ja. Geben wir ihr dann auch noch. So, dann gucken wir mal, was haben die Skelette so bei sich. Blutige Beile. Wie freundlich. Ich nehme die Sache in die Hand.
schon geschehen. Da drüben ist eine Riesenkrabbe. Schritt für Schritt. In Ordnung. Also ja, eigentlich hoffe ich, dass wir jetzt nicht mehr unbedingt auf so eine Skeletthorde treffen. In nächster Zeit. Was ist denn hier noch? Noch mehr Zunderschwamm an diesem Baum? Achso, direkt unter dem ersten Zunderschwamm ist noch mehr Zunderschwamm. Gut. Und zwei Einbeersträucher hier drüben noch. Wird gemacht. Schon geschehen. Wow, eine Einbeere. Das heißt wahrscheinlich, kann ich hier runter und rein in den Sumpf? Nein. Hier ist ein gekentertes Boot. Ja, da hinten können wir wahrscheinlich auch nirgends hin. Oh, hier ist noch ein eitriger Krötenschemel. Dann kannst du auch noch ruhig versuchen mitzunehmen. Während Forgrim geheilt wird. Also Selbstheilung. Na klar. Vorrat. Wobei das wahrscheinlich schneller geht, weil ihre Astralpunkte sich schneller regenerieren als... Ja, man sieht's. Als Forgrims Leben. So, das heißt hier wieder runter, wo wir hochgekommen sind. Auf diese Insel. Quick Save mal zwischendurch machen. So, dann können wir nur über diese Brücke gehen. Tag, Zombie. Oh, Rufus. Ja, der wirre Geist von Moorbrück. Ja, finde Meister Rakorium. Rakorium scheint tatsächlich Moor scheint sich tatsächlich Moor zu befinden. Denn der erste Untote, der mir begegnet ist, hat sich bedauerlicherweise als Rufus einer seiner beiden Lehrlinge erpuppt. Bei den Göttern kann man nur hoffen, dass ich den wirren Geist nicht in einem ähnlichen Zustand vorfinden werde. Ja, Zombie-Rakorium wäre nicht schön. Suche nach Rakorium. Das Antreten des untoten Rufus deutet darauf hin, dass sich Rakorium irgendwo im Moor aufhält. Er ist zwar ein fähiger Magier, aber ich frage mich ernsthaft, ob er sich der Gefahr bewusst ist, welche in diesem Moor schlummern. Ja, und... Und totes Maultier auch noch. Oh, und der untote Rufus hat auch noch Lebenspunkte. Alle mal hergehen, die Königin. Für Rondra. Die Zepzu. Attacke. Ja. Okay, der... Furax. So tote Maultier hat noch mehr. Ja, Rakoriums Rezeptbuch haben wir erhalten. Ich mach das schon. Der mein Amazone voraus. So, das waren die. Jetzt kann ich erst einmal Forgrim Forgrims Wunden heilen. Das wird zum Glück nicht erschwert. So, aber das Gift könnte erschwert werden.
Okay, der schwere Wundbrand kann so nicht entfernt werden. Nicht so schön. Dann maximieren wir bei dem Heilkunde Gift. So. Achso, bei Venoir konnte ja nicht entfernt. War es zwar Erfolg, aber konnte nicht entfernt werden. Achso, weil man mindestens 10 Talentpunkte über braucht. Okay. Dann gucken wir uns erstmal an, wie stark die Krabbe ist. Schaden macht sie schon mal. Candidus. Gute Entscheidung. Ich glaube, gegen Riesenkamm haben wir auch schon mal gekämpft. Was isst man hier im Sumpf eigentlich? Torf? Gut. Und dann gucken wir mal, ob wir die Krabbe auch ausnehmen können. Ja, Riesenkrabbenscheren. Die sind eher zum Verkauf. Wie alles andere, was wir hier so haben. Okay. Und ja, wir haben uns das Buch noch gar nicht angeguckt. Dieses Rezeptbuch ist über und über mit tragischen Runen verziert. Es ist in einer komischen Sprache geschrieben. Die Buchstaben verschwimmen vor den eigenen Augen und ergeben keinen Sinn. Wohl eine Art magischer Schutz. Ja, oder man muss Rakorium heißen und total unten durch sein, um das zu verstehen. Ja, da oben ist nur Vizinottel in der Blitzkugel. Woher kommt das seltsame Licht hier? Ist es magischen Ursprungs? Feuerfliegen hier hinten. Oh je, hier sind wieder Feuerfliegen. Eier. Drachenpflanzen. Hi, Feuerfliegen. Das bin ich. Okay, gegen Feuerfliegen sollte Gladys ihren Degen benutzen. Damit wir nichts Munition verschwenden. Ich mach das schon. Ich glaube, hier hat jemand gerade gerufen. Okay, Feuerfliegen können wir nicht ausnehmen. Wir können nur ihre Giftzähne ziehen. Gute Entscheidung. Ja, Feuerfliegengift. Ich
Amazone voraus. Sacken wir mal von denen erst alle Giftzähne ein. Bevor wir den nächsten Feuerfliegensack da hinten zerschlagen.